Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Noch immer am Pfad der Rosen. Aber ich glaube, wir nähern uns schon langsam einem ziemlich stressigen Finale. Ich habe keine Lust. Der Typ ist ein Panzer auf Beinen. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Ich meine, so wie es aussieht, kommen wir an einer Konfrontation nicht vorbei. Andererseits. Ja, okay. Wir haben Devorantis. Vielleicht nimmt er ja seinen Helm ab. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir werden es gleich wissen. Scheiße. Oh, das war zu langsam. Amicia ist gestorben. Naja. Gut, also. Schön gesagt. Wieso sind wir denn jetzt wieder da? Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir. So viel zum Thema, wann er das letzte Mal gespeichert hat und so. Genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Oh, Ratten. Wir bräuchten Ratten. Das wäre jetzt richtig geil. So, warten, bis der bei der Tür draußen ist. Ist er? Puh! Oh, das wird immer knapper bei mir. Ich muss mich mehr konzentrieren, glaube ich. So, da gab es eine Menge Stuff zum Looten. Der Vorteil ist halt, wir wissen jetzt, wir müssen da nicht allzu leise sein. Wie seltsam. Na gut. Der direkte Angriff war nicht das Richtige. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Moment. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Vielleicht können wir ihm... Bleibt ihr unterm Kronleuchter da stehen, das wäre richtig geil. Das wäre ja richtig geil. Er steht nicht unterm Kronleuchter. Shit. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ja, gibt's auch. Tschüss mit Ü. Peace out. Warte ich schon seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Bitte gerne. Amicia, stets zu Diensten. Und wir können springen. Ich dachte schon, wir können da hochklettern. Nice! Wir sind im Panzer los. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Du Scheiße! Mach weiter! Ich halte sie auf! Oh, wie denn? Müssen wir das jetzt alles nochmal neu machen? Die sind ein bisschen. Schwere Rüstung. Zu es schnell. Muss doch einen Weg geben. Viel zu schnell. Was? Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Okay, sie hatten aber zumindest keine Helme auf. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Ja, beeil dich mit der Tür weißt du auch, und wie man ich sie öffnet? Versuch die da wegzuräumen. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Ja. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Das war knapp. Scheiße! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und ja. Anscheinend ist
Ich hab es fast. Beeil dich, Alter, ich seh nichts. Komm schon. Ich hab's, los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Doch, wir kommen weg. Wir kommen weg, wir schaffen das. Gibt's da irgendwas zum Looten? Haha, nein. Scheibengeister. Viel zu viele. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken, lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Oh. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ja, wie denn? Wo denn? Tür zu. Tür zu ist immer gut. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort! Patrick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Hoffe ich. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh ja. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit zum Durchschnaufen. Wow. Wow. Nice. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Ja, aber zuerst basteln wir noch. Oh, nicht so viel. Zu hoch. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Das bekommen wir hin. Da ist was zum... Da hätten wir was zum Hochklettern. Was ist da? So. Liberantes. Und immer schön die Steinchen ausrüsten, weil sonst verballere ich wieder den richtig geilen Stuff. Wie jedes Mal. Wenn es ernst wird. So, da haben wir drei Drehdingses. Kann ich mit dir reden? Gibt es uns da Infos? No. Dann werden wir mal da hochklettern, da hinten, würde ich sagen. Ach, sie steckt fest. Gut, werden wir nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das hochbekommen, nämlich damit. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Ja, hätte ich aufgepasst, wo dieses Buch jetzt tatsächlich liegt. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ja. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Oh no. Oh, okay. Jetzt. Ist recht. Das ist der falsche. Halt. Hört sich gut an. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Schon ja. Gut, schon gut. So, wie können wir da jetzt entgegengewicht? Ah, shit. Ich kann mich. Moment. Wie geht denn das? Wie mache ich denn das jetzt? Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Wie du willst. So, wir müssen das mal hochbringen. Aber wie schaffe ich das jetzt mit dem Gegengewicht? So, jetzt haben wir ein Problem. Weil sobald ich mich wegbewege. Ah nein, jetzt geht's. Aber ich kann ihn jetzt nicht irgendwo hinschicken und sagen, mach mal. Halt das. Na bitte, geht doch. Warum nicht gleich so, junger Mann? Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. So, da hinten geht's rein. Waren wir da hinten schon drin? Ich glaube nicht. Was machen wir jetzt gleich noch? Da waren wir noch nicht. Oh. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Warum? Im Nachttopf oder was?
Die Fermentation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Wieder gegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Okay. Und wir haben Werkzeug, wir haben Werkzeug. Schade, dass ich da nur... Ich weiß nicht, ob wir da mehr basteln könnten. Aber Moment mal, vielleicht... Können wir aufwerten? Nein, können wir nicht. So. Egal. Oh, noch nicht nah genug dran. Jetzt. Perfekt. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Die redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Gut, wir hätten eine weitere Kiste. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Und jetzt müssen wir da irgendwie. Geh mal daher. Also Rodrik. Support. Auf geht's. Tu, was du kannst. So, die Frage ist jetzt natürlich... Die Kiste, da kann man da nicht... da liegen Steine im Weg. Das geht nicht. Und... da die Kiste herstellen? Ich weiß es nicht. So, Rodrik. Es ist viel zu still. Lass mal los. So. Da wollte ich her. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Mach mal das da. Rodrik? Ist recht. Gut, da können wir auf gar keinen Fall. Da ist es unnötig. Keine Kiste. Aber eine haben wir ja noch. So, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich sehe mir das mal von der anderen Seite an. Irgendwas müssen wir doch mit der Kiste machen müssen. Wir könnten... Da hinten ist das Buch, glaube ich, da oben. Naja, wenn wir da jetzt die Kiste drunter stellen und er lässt los, dann kommen wir nicht rüber. Blöde Idee, glaube ich. Rodrik, lass mal los. Du musst da weg, Amicia. Nein, muss ich nicht. Ich will doch weiter unser Quest. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Also doch, na gut, dann. Ups. Schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Alter, wir können das. Amicia, die Amazone. Die braucht keine Hilfe. So, na gut. Eine Minimiste. Hier haben wir eine Kiste. Aber. Ist das so richtig? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Ja, lass jetzt mal. Hört sich gut an. Ah! Very nice. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Mach mal jetzt. Da, mach dich da mal. Ja. Hilfreich. So, lass los. Sofort. Dankeschön. Und einmal drüber. Okay, jetzt ist es nämlich auf gleich. Naja, gut.
Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich weiß es nicht. Soll ich Steine ausrüsten oder... Ach, ich bleib mal bei normalen Steinen. Das Ignis. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh, sie sind schon da. Scheibenkleister. Oh, ich hab kein... Oh, wo sind wir? Ah, wir stehen mitten... Oh. Ich kenne dich. Amicia de Ruhm. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Oh, ein kleines Steinchen genau zwischen die Augen. Oh. Ihr könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. So. Ah, da gibt's noch was. Oder auch nicht. Nein, da gibt's nichts. Okay. Waren zwar nur knapp 17 Minuten diesmal. Eine kürzere Folge, aber dafür umso spannender, finde ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde mich freuen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.